Es geht um einen CO2-Ausstoss von der Stadt Buchs. Und anscheinend ist die Stadt Buchs wirklich Musterknabe im Kanton. Und das EWI Buchs hat da eben einen sehr grossen Beitrag. Markus, warum ist das so? Ja, es ist nicht nur der CO2-Ausstoß. Ich glaube, wenn es jetzt seit der Greta Thunberg ist, ist es in aller Munde letztendlich, dass die Erde eigentlich in einem schlechten Zustand ist. Und man sieht jetzt auch in Davos, wie Spitzenpolitiker von den internationalen Ländern sich eigentlich positionieren und wie unterschiedlich die Meinungen sind. Und das ist etwas, was Buchs, glaube ich, sehr früh schon erkannt hat, dass Umwelt etwas Schützenswertes ist und dass die Stadt Buchs was einen großen Beitrag dazu leisten muss und hat deshalb, glaube ich, unter anderem auch lang vor meiner Zeit, bevor ich nach Buchs gekommen bin, die Umwelt- und Energiekommission gegründet. Und das ist für mich ein wichtiges Instrument, wo ich mich sehr gern als Direktor vom EWI Buchs dran beteilige. Warum? Weil Umwelt ist etwas, was uns als Stadtwerk natürlich auch sehr am Herzen liegt, weil es letztendlich die Grundlage unseres Geschäftes uns bietet. Auf der einen Seite bietet das EWI Buchs eines der wichtigsten Nahrungsmittel für die Menschheit, nämlich Wasser. Und da sind wir in einer sehr tollen Lage eigentlich, dass wir so tolle Quellen eigentlich vor der Haustür haben und somit Buchs eigentlich mit eigenem Wasser versorgen können. Über 1 Million Kubikmeter pro Jahr. Das ist etwas Schützenswertes und die Umwelt- und Energiekommission trägt einen wesentlichen Beitrag dabei und hilft mit letztendlich, dass die Weichen gestellt sind, dass das weiterhin gesichert ist. Zusätzlich ermöglicht es uns das Trinkwasser halt letztendlich auch, dass wir Energie, dass wir Strom erzeugen können und somit eigentlich auf einem sehr, sehr guten Weg sind, was CO2-Reduktion betrifft, wo wir unseren Anteil liefern können, dass wir halt Strom nicht aus Kohle und aus Atomstrom generieren können müssen und erzeugen müssen, sondern dass wir letztendlich mit erneuerbaren Energien halt den Strom, den wir am Buchs benötigen, selbst erzeugen können. Und das ist halt schon wirklich toll und dafür setzt eigentlich die Umwelt- und Energiekommission auch immer wieder letztendlich Maßnahmen, Anreize, wo wir mithelfen dürfen, halt letztendlich wo Förderregime letztendlich erstellt werden, dass die Bewohner von Buchs es attraktiv finden, Photovoltaik auszubauen. Und wenn man sich da mal die Fakten anschaut, also wir haben fast 100, also 99 Anlagen sind im Augenblick private Anlagen, wo private Bürger von Buchs für sich zu Hause investiert haben und Photovoltaik aufs Dach gemacht haben. Das EWI Buchs selbst investiert jedes Jahr 400.000 bis 500.000 Franken in eigene Photovoltaikflächen, die wir realisieren, so dass letztendlich Photovoltaik und die Energie, die wir mit dem Trinkwasserkraftwerk, den Strom, den wir erzeugen können, macht fast ein Viertel im Durchschnitt von dem, was an Energie aus, die wir selbst erzeugen, mit erneuerbaren Energien, was letztendlich ein Viertel von dem, was die Stadt Buchs insgesamt eigentlich verbraucht, wir alle gemeinsam. Und das, finde ich, ist ein guter Weg. Und die Umwelt- und Energiekommission in der Zusammenarbeit mit der ARA, mit der Kehrichtverbrennungsanlage, ist das ein gutes Miteinander, weil auch die ARA ja einen wesentlichen Beitrag eigentlich für die gute CO2-Bilanz eigentlich bietet für Buchs. Und wir uns da sehr, und die Umwelt- und Energiekommission die Plattform eigentlich bietet, dass wir unternehmensübergreifend an Möglichkeiten arbeiten können und Lösungen suchen können, wo wir einfach erneuerbare Energien und weiter vorantreiben und somit einfach die CO2-Bilanz nachhaltig letztendlich auch dann für Buchs weiter verbessern können. Jetzt sind wir ja beide nicht gerade im jugendlichen Alter. Wir wissen ja schon lange, was wir machen müssen. Der Franz Alt hat schon lange geschrieben, die Sonne schickt uns keine Rechnung. In Deutschland ist das auch wirklich salonfähig, dass man das gemacht hat. Warum denkst du, ist das da so spät gekommen? Etwas, was schon vorher machbar gewesen wäre. Du hast von Anreiz geredet, oder? Bei privaten Häusern und so weiter. Also, was macht man jetzt besser als vorher? Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Der eine Grund ist, dass in Deutschland der Strompreis schon immer viel teurer war wie in der Schweiz, was bedingt ist durch das erneuerbare Energienregime, was Deutschland eigentlich eingeführt hat und sehr viele Steuern eigentlich auf den Strompreis draufkommen und dadurch einen höheren Druck für den Einzelnen war, letztendlich seine Stromkosten zu reduzieren und Photovoltaik dann eine recht günstige Lösung war eigentlich, um seinen Strompreis zu reduzieren oder auch andere Lösungen. Also Deutschland, was in Deutschland auch sehr viel vertreten sind Blockheizkraftwerke, wo ich quasi mit Gas betrieben halt Wärme und Strom erzeugen kann und gerade in Mehrfamilienüberbauten halt das sehr häufig dann genutzt wird.
Und sie machen damit Werbung eigentlich, dass letztendlich normalerweise, wenn ich Energie erzeuge, beiße ich einmal in den Apfel. Meistens ein Stück weit davon nutze ich, verdaue ich, esse ich und den Rest vom Apfel schmeiße ich eigentlich weg. Bei, letztendlich bei einem Blockheizkraftwerk ist letztendlich die Werbung in Deutschland immer gewesen, ich nag den Apfel ziemlich bis auf den Krotz ab, weil ich gleichzeitig Strom damit erzeuge und auch Wärme erzeuge. Also zwei Resultate eigentlich aus dem Apfel herausziehe. Und in die Schweiz funktioniert diesbezüglich noch ganz anders. Also Strom ist zum Glück in der Schweiz immer noch günstig im Vergleich zu Europa. Und was günstig ist, hat häufig leider dann auch letztendlich den Grund, dass man wenig halt sich bemüht, Alternativen zu finden, die günstiger sind und die Alternativen bieten und die vielleicht Umweltschutz in den Vordergrund. Und wenn sie dann noch teurer sind, ist die Bereitschaft noch mal eingeschränkter. Das kommt mehr und mehr ins Bewusstsein, komme ich wieder auf Greta zurück. Also man kann über sie denken, was man will. Viele schimpfen über sie. Wenn man in den sozialen Medien schaut, wie über sie gelästert wird und hergezogen wird und ihre Eltern angegangen werden. Aber letztendlich hat sie was bewirkt, weil das Thema ist heute in aller Munde, auf jeder Agenda und jeder schaut hin, sei es letztendlich Politik, sei es Unternehmen und nicht nur Energieerzeugungsunternehmen, sondern auch große Corporate-Unternehmen, sei es Siemens, sei es ABB und andere, haben es heute für sich entdeckt und schauen, wo können sie quasi ihre Energiebilanz verbessern und wo können sie ihre CO2-Bilanz verbessern. Und das sind natürlich Hebel, die nachhaltig dann wirken und neue Lösungen an den Markt kommen. Und das ist dann quasi wie so ein Einspritzer, ein Turbo. Also immer mehr interessieren sich dafür. Somit wird es immer attraktiver für die Wirtschaft, mit Lösungen um die Ecke zu kommen. Und daher kommt es jetzt langsam immer mehr und immer besser. Und auch in der Schweiz wird es mehr und mehr, glaube ich, auf die Agenda kommen. Die Schweiz hat immer schon gut dagestanden durch ihre Wasserkraft, durch ihre Wasserspeicher. Voraussetzung wäre das fast besser als in Deutschland, ja. Oder? Natürlich. Ja. Aber Schweiz hat auch immer schon viel getan diesbezüglich. Was ein Stück weit schade ist, dass Windkraftanlagen in der Schweiz zu wenig akzeptiert sind. Weil auch da gäbe es Potenzial und das wäre nochmal letztendlich der letzte Hebel, wo man wirklich noch mal sehr viel eigentlich realisieren könnte. Du hast Ideen natürlich, oder? Du bist auch fachlich ausgebildet, hast Siemens angesprochen, hast du dort natürlich das so miterlebt. Du hast selber gerade mal Unternehmen gehabt und du kommst jetzt da zum EWBuchs. Also kannst du da freischalten und walten? Weißt, kannst du deine Ideen da einbringen, dass es länger mehr richtig, das heißt ja richtig, also ist jetzt egal, ob das Greten ist oder gibt es in Deutschland natürlich auch dementsprechend Jugendliche, die sich für Klima einsetzen. Kannst du da so schalten, dass du deine Ideen da kannst umsetzen, als CEO jetzt vom EWBuchs? Ja, die Randbedingungen sind einfach gut. Also da hilft einmal, dass die politische Ebene das Thema für sich erkannt hat. Dafür gibt es die Umwelt- und Energiekommission, da ist sie politisch stark verankert. Und das EWBuchs, auch wenn es öffentlich-rechtlich und nicht selbstständig ist, hat trotzdem sehr viel Freiheiten, auch weil der Bürger uns sehr wohlgewollt ist und immer wieder auch uns in die Zukunft investieren lässt. Und das hilft natürlich immens mit. Also wir haben jetzt quasi das Kraftwerk am Vorderberg ja saniert gehabt, wo wir dieses Jahr oder letztes Jahr die Einweihungsfeier hatten. Und wie viel Zuspruch das gefunden hat und wie gut das angekommen ist, das ist natürlich toll. Und für uns ist es ein weiterer Faktor, weil wir mehr Strom letztendlich mit Trinkwasser jetzt erzeugen können und quasi unsere Produktionskraft eigentlich verstärkt haben dadurch. Und das ist nur möglich, weil auch der Bürger eigentlich das immer wieder unterstützt vom Buchs. Und das ist halt toll. Also, ja, es geht sehr viel und ich habe viele Freiheiten, die ich mit meinen Mitarbeitern gemeinsam halt versuche zu nutzen. Wir haben es gehört, gell? Jörg Göldi, der Markus Schommer hat das eindrücklich geschildert, was alles möglich wäre und so weiter. Wir könnten jetzt natürlich noch ins Detail gehen, aber mich würde es mal interessieren, was Speicher von Energie, Wasser, Stoff, Kraftwerk und so weiter. Batteriespeicherung heisst ja vor allem Leistung oder können bringen, wenn es mal abrufbar sein muss, aber nicht unbedingt Energie erzeugen. Wasserstoff wäre etwas anderes. Sind das so Ideen, die ihr auch anstrebt? Ja, also leider Gottes kann man relativ wenig Energie speichern. Wir haben zwar Reservoir, Trinkwasserreservoir, wir haben hier einen Ausgleichsweiher, wo man eine gewisse Menge an Wasser kann speichern kann. Aber sonst ist eigentlich das Speicherpotenzial wirklich relativ gering. Und das, was eigentlich vom Himmel oben runterfällt, irgendwann dürfen wir es turbinieren. Und wenn wir so ein bisschen die Tendenz anschauen, sind wir mal gespannt in Zukunft, ob die Wassermenge wieder vom Himmel oben runterkommt, wie wir in der Vergangenheit kann, weil schlussendlich sind wir von dem angewiesen, weil man selber nicht speichern kann. Und darum sind wir eigentlich angewiesen, dass wir unsere
Produktionsanlagen, ob es jetzt Bachwasserkraft oder auch Trinkwasserkraft ist, dass wir die möglichst effizient betreiben, dass wir die auskützeln. Und das haben wir ja eigentlich auch gemacht. Wir haben 2011 eine Potenzialanalyse erstellt, um mal zu schauen, gibt es bei unseren Wasserkraftwerken irgendwo ein Potenzial oder kann man noch irgendwo ein Wässerli neu fassen. Das hat sich dann eher als schwierig herausgestellt und hat eigentlich gezeigt, dass wir eher an unseren Anlagen etwas machen sollten, dass wir die erneuern sollten und so eigentlich auch mehr elektrische Energie produzieren kann. Also die Effizienz steigern. Die Effizienz steigern, genau. Jetzt geht es immer darum, die Leute sagen, oder? Der Markus hat gesagt, Trinkwasser ist natürlich ganz ein wichtiges Lebensmittel. Oder? Mhm. Ich höre jemand mal, jetzt produzieren Strom und das Trinkwasser geht kaputt. Ist das ein Argument? Ich weiss nicht, wie feinfühlig das die Leute sind. Also, im Normalfall eigentlich das H2O-Molekül, das sollte eigentlich so in der Form bleiben, wie es ist, auch wenn es turbiniert wird. Und die Anlagen sind alle trinkwasserkonform gebaut oder lebensmittelkonform gebaut. Nein, eigentlich dem Wasser sollte es eigentlich nicht schaden. Nein. Aber du hast vorhin noch die Speicherung angesprochen. Das ist eigentlich wirklich das grosse Problem. Also wir haben ja grundsätzlich im Sommer haben wir zu viel elektrische Energie und in den Wintermonaten eigentlich tendenziell eher zu wenig. Und die Kunst besteht eigentlich darin, eigentlich den Überschuss, den wir im Sommer haben, eigentlich zu transferieren in den Winter. Wir haben auch nicht unbedingt im Sommer ein Tag-Nacht-Problem, sondern eben wirklich ein saisonales Problem. Und die Kunst besteht jetzt wirklich darin, eigentlich die Transformation zu machen, dass man den Überschuss eigentlich irgendwie gescheit speichert in einer Form und nachher eigentlich im Winterhalbjahr den halt einfach zugänglich macht. Das ist die grosse Herausforderung von unserer Branche. Ja. Das hat jetzt mit dem Speicher, den KV hat, nichts zu tun. Ihr hättet einen separaten Speicher, oder? Nehme ich an. Ja, wir haben jetzt ein Budget für das 2020. Also für dieses Jahr haben wir mal einen Kurzzeitspeicher vorgesehen. Das ist eigentlich ein grosser elektrochemischer Speicher. Das ist eigentlich eine grosse Batterie. Die hat rund 1,25 Megawattstunden an Kapazität. Aber das, was man dort reinsteckt und rausholen kann, das ist innerhalb kurzer Zeit ist der voll und innerhalb kurzer Zeit auch leer. Wir brauchen den löst das Energieproblem eigentlich weniger, sondern der ist eigentlich eher da zum Spitzen brechen, also zum Leistung vorhalten während ganz kurzer Zeit. Aber das löst uns das Energieproblem nicht, weil der einfach sonst viel zu teuer wäre. Sondern da braucht es andere Möglichkeiten, um dann wirklich auch nebst der Leistung auch das Energieproblem zu lösen. Da wäre zum Beispiel Wasserstoff. Genau, das wäre eine Möglichkeit, dass man eigentlich mit der überschüssigen, erneuerbaren Energie, die man im Sommer hat, und darum versuchen wir ja auch, möglichst viel erneuerbare Energie eigentlich hier lokal zu produzieren, dass man irgendwann einen Überschuss an erneuerbarer Energie hat, dass man eigentlich die vorige Energie eigentlich könnte umwandeln in zum Beispiel Wasserstoff, den könnte speichern in irgendeiner Form und nachher eigentlich in den Winter, das ist eine Möglichkeit, in den Wintermonaten eigentlich wieder könnte aus dem Speicher entnehmen und über eine Brennstoffzelle wieder könnte Wärme und elektrische Energie könnte erzeugen. Das wäre eine Möglichkeit. Ob die Gesamteffizienz da interessant ist oder nicht, das wird sich dann mal erweisen. Ja gut, aber Markus, du hast Siemens angesprochen, man muss immer etwas auch mal probieren, oder? Ich meine, man kann nicht immer voraus schon alles sehen und so. Da wäre mal meine erste Frage, und Wasserstoff, sage ich ja viele natürlich auch, ist explosiv. Also, meinst du, gibt es da Einsprache, je nachdem, wo die Speicher entstehen? Nein, das glaube ich nicht. Ja. Also, das glaube ich nicht, weil jetzt in der Form, wo er gespeichert wird, ist er erstmal, soweit ich das weiß, berüchtige mich, Jörg, nicht explosiv. Ja, ist in flüssiger Form genau, wird ja gespeichert. Ah, ja. Und da kommt dann noch darauf an, ob es wirklich ein Speicher dann in Form von einem konventionellen Speicher eingesetzt wird oder ob dann eben das Gasversorgungsnetz eigentlich als Speicher genutzt wird. Also das sind auch noch so ein paar Fragen, die offen sind. Es ist schon die Frage, wie gross muss überhaupt so ein Speicher sein, oder, um dann so die Saison können zu überbrücken. Also das ich sehe schon, ihr sitzt zusammen, ihr brütet zusammen, ihr studiert zusammen. Also es wird da wirklich einiges tun am Brainstorm. Wie könnte man noch ein bisschen effizienter sein? Oder? Also, ich meine, also, ja, wer ist es so im EW, die Greta von Lux?
Ja, Markus. Da musst du es so stehen. Du hast es die Geräte so viel angesprochen. Dann müssen wir uns noch zählen. Ja. Ich glaube, das ist die gesamte Geschäftsleitung, dass wir schauen, was ist möglich, aber nicht nur die Geschäftsleitung. Also auch da nochmal zurückkommen auf die Umwelt- und Energiekommissionsplattform. Die bietet uns letztendlich die Plattform, halt mit den richtigen Leuten zusammenzukommen, zu überlegen. Also wenn ich hole jetzt die ARA, die Kehrichtverbrennungsanlage, wir haben im Buchs verschiedene Elemente, die zusammengefügt was Tolles ergeben könnten in die Zukunft gerichtet dazu. Ob das wirklich funktioniert oder nicht, das wissen wir nicht. Wir haben auch das NTB, mit dem wir was vor unserer Haustür ist, mit dem wir sehr eng zusammenarbeiten, mit ihrem Lehrstuhl, den sie diesbezüglich haben. Und das hilft natürlich. Also wir haben sehr gute Voraussetzungen, um Sachen in die Zukunft zu überlegen und zu schauen, was davon könnte für uns funktionieren und nicht. Wenn fürs EWBUX ist es immer so, dass wir eigentlich immer sagen, also wir sind nicht diejenigen, die etwas neu entwickeln und als erstes an den Markt bringen. Also wir haben unsere Strategie für uns eigentlich immer so definiert, dass wir die First Follower sind. Also irgendwo, wo eine Technologie schon funktioniert und den Nachweis gebracht hat, dass sie funktioniert und für uns zum Nutzen ist, auch dann würden wir sie für uns auch nutzen. Und über all das, was wir jetzt reden, also Wasserstoff, Brennstoffzellen, die Entwicklungen dort sind schon sehr weit und sie machen im Augenblick relativ große Schritte. Also dass letztendlich Brennstoffzellen sich immer verkleinern, letztendlich Brennstoffzellen jetzt sogar schon gehandelt werden, dass sie in PKWs eingesetzt werden könnten. Keine Ahnung, ob das wirklich so kommt, aber ich glaube, dass Brennstoffzelle sich letztendlich für Schwerlasttransporte und so weiter mit Sicherheit durchsetzen könnte. Das ist eine bessere Alternative wie Batterie, wie Elektroautos. So wie das Wasser sprudelt, sprudelt der Markus. Ich glaube, Jörg, wir müssen es nicht mehr klären. Der Markus ist die Greta von Buchs, ganz eindeutig. Gell? Also Kommunikation und Netzwerker und alle in einen Tisch bringen und Sachen, die man schon weiss, miteinander nutzen und auch eben umsetzbar in Buchs machen. Kann man glaub, so sagen, oder? Es braucht einfach auch Leute, die wirklich einmal etwas wagen, die mal sie einbrechen. Und ich schaue jetzt auch die Umwelt- und Energiekommission auch an als Integrator. Ich meine, es hat dort wirklich, dort hocken eigentlich alle Player am Tisch, angefangen von der Stadt, der VfA, das EW Buchs. Wir sitzen dort am gemeinsamen Tisch und dort auch mal Ideen spinnen. Und was vielleicht Buchs einfach wieder mal wirklich gut tät, wäre einfach so ein gemeinsames Leuchtturmprojekt, das man miteinander vorantreibt. Oder? Wir haben auch interessante Schulen hier. Markus hat es vorhin auch angesprochen. Wir haben das NTB hier. Wir kennen die Leute, die dort arbeiten. Und es würde uns doch wirklich gut tun, wenn wir da wieder mal einen Pflock einschlagen würden und wirklich mal wieder ein interessantes gemeinsames Projekt, nicht jetzt ein EWBUX-Projekt oder ein VfA-Projekt, sondern ein gemeinsames Projekt, wo wir gemeinsam etwas reinstecken, aber auch der Output eigentlich gemeinsam nutzen kann. Ich glaube, das würde Buch schon mal wieder gut tun. Und ich bin jetzt mal gespannt. Also Ideen sind umeinander. Und ich bin überzeugt, dass da es wirklich etwas kann entstehen daraus. Und nochmal, es braucht immer Leute, die das anreisen. Und der Markus ist sicher eine von diesen Personen, wo die Ideen auch einbringt. Ja. Wir nutzen da gemeinsam die Strassen. Oder? Die Strassen werden da länger heller. Die Beleuchtung der Schultisch werden da länger heller. Wir sagen den Leuten, dann kommst du da mit einer Reportage, das heisst, es brauchen wir weniger Energie. Und alles wird heller und immer noch mehr Licht. Was kann man da dazu sagen? Ja, man hat sicher mehr Licht schlussendlich. Es ist ein Tageslicht, das man vielfach heute hat in den Klassenzimmern und in den Büros. Vielfach auch auf der Strasse mit dem neuen LED-Licht. Das wirkt heller, braucht aber bedeutend weniger elektrische Energie. Das ist schon so. Also, man könnte meinen, es bräuchte mehr, aber es ist tatsächlich so, dass es bedeutend weniger braucht. Wenn wir das mal Buchs anschauen, die öffentliche Beleuchtung von Buchs, wir reduzieren die schon reduzieren und abschalten. Aber wenn wir jetzt das mal auf der Seite lassen, wenn wir jetzt einfach die Beleuchtung mal durchleuchten lassen, die ganze Nacht, Volllastbetrieb, ohne Reduktion, ohne Abschaltung, dann würde die öffentliche Beleuchtung etwa 800'000 Kilowattstunden elektrische Energie brauchen. Jetzt mit dem Einsatz von der neuen Technologie, von neuen Generationen LED-Leuchten und inklusive der Abschaltung reduziert sich der Energieverbrauch etwa um die Hälfte. Also um mehr als die Hälfte. Also wir rechnen damit, dass wir, wenn wir jetzt den Frühling eigentlich
rund etwa 1200 LED-Leuchten im Netz haben, von etwa 1600 total, dann rechnen wir eigentlich noch mit einem Energieverbrauch von etwa 360'000 Kilowattstunden. Also wir reduzieren den Energieverbrauch von der öffentlichen Beleuchtung wesentlich. Aber wir können vielleicht da und dort meinen, weil das Licht eigentlich gerichtet ist, also wirklich auch dort sollte sein, wo es gebraucht wird, dass es dort heller ist. Ja, aber eben, es braucht weniger elektrische Energie, schlussendlich. Meine letzte Frage, Markus, aber du darfst natürlich auch sonst noch gerne etwas sagen. Das heisst, dass, auch wenn wir unseren Luxus beibehalten wollen, und können wir trotzdem CO2 einsparen? Ja, das glaube ich schon. Und, also, weil einfach, es ist am Horizont sind ganz viele Lösungen, die viele von uns vielleicht noch nicht sehen. Aber wenn man jetzt die Landwirtschaft nimmt, also ein großes Teil, warum die Bauern heute so angegangen werden, ist eigentlich wegen Überdüngung, dass sie halt das Grundwasser letztendlich verseuchen und die Grundwasserqualität abnimmt und durch die Viehzucht, dass halt ein sehr hoher CO2-Ausstoß da ist. Aber wenn ich sehe, heute, es war jetzt gerade in Berlin, war die Grüne Woche, also große landwirtschaftliche Messe in Berlin. Und da sind die neuesten Trends vorgestellt worden. Der Bauernhof wird in Zukunft digital, weil letztendlich der Bauer mit einer Drohne über sein Feld fliegt. Er sieht letztendlich dann, wo wachsen meine Pflanzen, wo wachsen sie nicht. Und nur dort, wo sie nicht wachsen, fängt er an nachzudüngen. Und dort, wo sie wachsen, braucht er nicht mehr zu düngen. Das heißt, es wird massiv eine Reduktion letztendlich des Düngebedarfs geben. Das ist wiederum ein Vorteil für den Bauer, weil er Geld spart, er muss weniger Dünger einsetzen. Und für die Natur hat es auch wieder einen Vorteil. Und so gibt es viele Anwendungen, auch der digitale letztendlich Kuhstall gibt es schon, dass letztendlich digital heute schon Technologien da sind, wann muss letztendlich eine Kuh, wann soll sie idealerweise gemolken werden, wann soll das und jenes gemacht werden. Also auf allen Gebieten letztendlich passieren so viele Innovationen. Also ich glaube einfach, da wird noch viel passieren. Wenn man jetzt auf Buchs nochmal zurückguckt, glaube ich, ist ein großer Teil, wo noch Potenzial ist, auch als Energiestadt, und Goldbuchs, wo letztendlich der größte Hebel ist, um noch bessere letztendlich abzuschneiden in der Bewertung, ist das Thema Sektorenkopplung und Mobilität. Also ich glaube, da ist einfach noch Nachholbedarf. Wir für das EW Buchs, wir haben entschlossen, dass wir alle Autos, Firmenfahrzeuge, die jetzt irgendwie umstellbar sind auf Elektroautos, stellen wir jetzt gerade aktuell auf Elektroautos um. Zum einen halt quasi um CO2 einzusparen, letztendlich da unsere eigene Bilanz zu verbessern, aber auch um zu schauen, was sind die Bedürfnisse von denjenigen, die Elektroauto fahren und Unternehmen, die vielleicht ihren Fuhrpark auf Elektroautos umstellen, um da dann kundengerechte Angebote auch anbieten zu können. Und es tut sich auf allen Ecken tut sich was, glaube ich, dass einfach vieles verbessert sein wird. Und ich glaube nicht, dass wir unbedingt unseren Lebensstandard komplett verändern müssen. Ja, klar kann man ihn überdenken. Muss es wirklich sein, muss ich wirklich von München nach Stuttgart, wenn man es Deutschland mal nimmt, muss ich da unbedingt fliegen, wenn ich quasi eigentlich schneller mit dem Zug bin, weil ich nicht eine Stunde vorher da sein muss und weil ich kürzer eigentlich auch oder nicht länger auch unterwegs bin eigentlich. Und das sind so Überlegungen, wo jeder für sich wahrscheinlich nochmal, muss es immer quasi ein Flug in den Ferien in die Karibik, in die USA oder nach Kanada sein, oder kann es auch etwas sein, wo ich nicht so weit reise und dann vielleicht auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinreisen kann. Klar sind das Überlegungen, die man schauen muss, und da muss jeder für sich selbst schauen. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt alle grundsätzlich unsere Essgewohnheiten verändern müssen, dass wir kein Fleisch mehr essen dürfen und alles Mögliche. Also ich glaube, Verbote sind nie gut. Es müssen Lösungen gefunden werden, dass ich weiterhin ein gutes Leben führen kann, wo mich selbst erfüllt und was mir Freude macht. Und trotzdem ist der Umwelt zugutekommt. Und da ist einfach auch die Wissenschaft auch gefordert. Wissenschaft, Technik muss Lösungen bieten, dass das möglich ist.